Warum haben die Profis eigentlich das Bein beim Anbremsen mit dem Motorrad vor der Kurve draußen oder gar am Boden? Warum sollte man beim Eingang der Kurve auch einen Lenkimpuls geben? Dies und noch viele weitere Fragen haben mich erreicht von euch in Instagram und die beantworte ich heute für euch. Bleibt dran! So, wir haben uns heute hier versammelt. Ich habe meine Frau, die Bianca, dabei und wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht. Zum einen ja, viele technische Fragen, ein paar private sind vielleicht auch dabei und die Bianca tut mich jetzt ein bisschen assistieren und lest uns quasi gemeinsam die Fragen vor. Du Hallo hast, erst einmal. Ja, servus, grüß dich. Du hast ein paar Fragen für mich. Genau. Bezüglich Motorradfahren auf der Rennstrecke. Wir haben da die Namen dazu geschrieben, also die Instagram-Account-Namen von denjenigen. Wir versuchen einmal so gut wie möglich, dass wir die Namen dementsprechend richtig ablesen. So, vielleicht fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Jawohl, die erste Frage ist vom schönen Hubert. Lenkimpuls vorm Einlenken. Was ist die erste Frage? Lenkimpuls vom Einlenken. Ich dachte, die war eigentlich erst die zweite. Aber egal. Lenkimpuls vom Einlenken. Das ist ja ein ganz umstrittenes Thema. Weißt du, was ein Lenkimpuls ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber du Fahrrad fahren kannst schon, oder? Das kriege ich ja. Es ist so, dass, hast du gewusst, dass wenn du angenommen mit dem Fahrrad, was das gleiche ist wie mit dem Motorrad, in dem Sinne, in einer Rechtskurve fahren willst, dass du eigentlich nach links lenken musst? Nein, das wissen tatsächlich viele nicht. Also es ist die Grundlage des Motorradfahrens und witzigerweise macht es ein Kleinkind, das man auf ein Fahrrad drauf sitzt, intuitiv richtig. Aber es ist tatsächlich so, also du machst nach rechts und du musst eigentlich so lenken, so einen kurzen Impuls geben. Und im Motorradbereich sagt man Lenkimpuls, ne? Also das sagt schon, der eine zieht, der andere drückt, der andere macht beides gleichzeitig. Und da habe ich schon ein umfassendes Video eigentlich drum gemacht, aber um die Frage zu beantworten, Kurveneinleitung mit dem Lenkimpuls, ganz klares Ja. Man könnte jetzt vielleicht sagen, am Scheitelpunkt bei maximaler Schräglage brauche ich das nicht mehr machen, da bleibt das Motorrad dann anhand vollkommenem Körpergewicht und Einsatz in dieser Schräglage. Aber Eingang ist sehr wichtig, also das Auslösen. Ne? Das Motorrad macht zwar ohne Lenkimpuls auch ein bisschen eine Bewegung, man hat das ein paar Mal probiert, aber es funktioniert nicht richtig. Du kannst es mal probieren in der Boxengasse mit 30 km/h Hände loslassen und einmal versuchen, den Oberkörper einzusetzen. Schauen wir mal, ob das Motorrad nach links oder rechts fährt. Es macht eine Bewegung, aber es ist nicht wirklich kontrollierbar. Das ist halt der Punkt. Aber musst du mal bewusst werden, wenn du das nächste Mal auf dem Fahrrad sitzt, drückst du mal in die Richtung, also hier, nach rechts rüber drücken und schaust du mal, in welche Richtung das Fahrrad lenkt quasi. Jetzt gemacht. Gut. Nächste Frage. Weiter zur nächsten Frage, ja? Ja, gerne. Von Tschötschner. Tschötschner. Fährst du keine PR12 mehr? Warum fahre ich keine PR12 mehr? PR12, um das kurz zu erklären, die PR12 ist eine getunte BMW, die habe ich ja mal ein Jahr lang oder sowas gehabt, oder? Ich glaube schon, ja. Ich kann mich nicht mehr aus. Und die PR12 ist ein super geiles Motorrad gewesen, das sehr viel gekonnt hat, sehr souverän gewesen und war sehr perfektionistisch aufgebaut, Verkleidung und so, hast du gesehen, die war ja picobello. Ne? Also ja. Da hat es auch allein wie die Carbonverkleidung lackiert war, die war halt picobello. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Hemmungen auch davor gehabt, das Motorrad immer so, bin auch nie gestürzt damit, das ist Gottes Willen. Und da bin ich bei der R1, die ist doch mehr, ja, die will so benutzt werden, habe ich das Gefühl, und da habe ich jetzt nicht so viel Schmerz. Ich meine, die ist auch picobello beisammen, aber ich habe dann eigentlich ursprünglich einfach gewechselt, mir war das zu heikel und ich wollte dann auch mal die R1 haben, allein schon wegen dem Klang und dem Motor. Und bin um die Entscheidung auf jeden Fall nicht traurig. Also die PR12 ist in guten Händen, haben auch noch Kontakt, der ist happy damit, die funktioniert, soweit ich weiß, einwandfrei. Aber ja. Okay. Gut. Nächste Frage, was Nächste haben wir noch? Nächste Frage. Von MacDuff
77. Warum halten viele Profis beim Bremsen das Bein raus? Und wie halten sie die Körperspannung? Ich habe mir gedacht, hier kommt erst später die Frage. Also ich würde euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, aber egal. Naja, also ich bin ja kein Profi nicht, ne? Also ich bin kein Profi-Motorradfahrer, aber tatsächlich habe ich das Bein auch draußen. Deswegen ist vielleicht, wer hat das geschrieben? MacDuff. Dann vielleicht ist deswegen der MacDuff drauf gekommen, mich das zu fragen. Ich kann einmal kurz das Bild einblenden, wie das Ganze ausschaut. Ja, also man sieht jetzt da ganz klar, dass ich das Bein unten habe beim Bremsen. Und einmal grundlegend vorweg, angefangen damit hat Valentino Rossi, der hat das als allererstes eigentlich gemacht, hat das ein bisschen so eingeführt in diese MotoGP-Szene. Und als man ihn gefragt hat, warum er das macht, hat er gesagt, er weiß es nicht. Er hat gesagt, ja, keine Ahnung. Das Einzige, was er so ein bisschen gesagt hat, war so, man hat so rausgehört, naja, das gibt einem ein besseres Gefühl und gibt einem mehr Confidence, also mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Tja, und weißt du eigentlich, wann ich damit angefangen habe, das zu machen? Nö. Mit der R1? Tatsächlich ja, mit der R1, ja, ist richtig. Ich habe das angefangen mit der R1 zu machen und das hat da einen guten Hintergrund, weil als ich mit der R1 gefahren, also angefangen habe mit der R1 zu fahren, habe ich so einen Sprung gemacht. Ja. Geschwindigkeit und Rundenzeit. Bin ich so richtig, so ein Pam, so, das war ein richtiger Sprung. Also ich habe mich auf das Motorrad das erste Mal draufgesessen und bin im zweiten Turn 2 Sekunden schneller gefahren, als ich mit der BMW jemals gefahren bin. Also das war halt wirklich brutal. Und dann habe ich angefangen, dieses Bein rauszunehmen und das erste Mal, als ich das gemacht habe, war das total intuitiv. Das war, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es war eigentlich ein Reflex. Und zwar war das der Reflex, dass ich eigentlich dachte, scheiße, das war zu spät auf der Bremse. Das war quasi so ein Schreckmoment, so ein oh oh. So nach dem Motto, das geht ja nicht aus. Und dann habe ich einfach als Reflex das Bein rausgehalten und versucht, das Ganze zu tarieren und mit dem Fuß noch mitzubremsen. Da sieht man es eh im Bild, da steigt der Rauch noch ein bisschen auf. Das war zwar nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe, da habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Letztendlich, man kann das bei mir daran erkennen, wie schnell das ich fahre. Und jetzt schauen wir uns einmal dazu ein Video an. Das blende ich jetzt einmal rein. Das hat der 600er Fahrer von mir gemacht. Den bin ich natürlich auf der Geraden aufgefahren, habe nicht überholt, aber ich wollte halt einmal ein Video haben von mir aus der Perspektive, um mich selbst zu analysieren auch ein bisschen. Also in diesen Wechselkurven, da war ich nicht wirklich schneller als die 600er, weil das war richtig schneller 600er Fahrer. Und da sieht man jetzt zum Beispiel beim Anbremsen, dass das Bein rausgenommen hat und wer jetzt aufgepasst hat, der hat jetzt gesehen, dass das Motorrad da ein bisschen geschlingert hat. Hast du das gesehen? Es hat hinten ein bisschen mitgeschlingert, weil einfach stark auf der Bremse, die Motorbremse hat gezogen und dann ist einfach das Heck einfach ein bisschen quer gerutscht und dann habe ich das Bein rausgenommen. Und ich bin der Meinung, es gibt mir auch ein sehr großes Selbstbewusstseinsgefühl über das Motorrad, in so einer Situation mehr die Kontrolle drüber zu haben. Obwohl ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass wenn ich das nicht machen würde, dass ich deswegen irgendwie langsamer oder schlechter wäre. Sondern es gibt einfach nur mehr so einen Kick an Gefühl und eventuell, ich weiß nicht, was man einbildet, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen der Meinung, dass ich dadurch beim Anbremsen schon mehr dann in die Richtung lenken kann, wo die Kurve hingeht. Das heißt, ich habe das Gefühl, der Wind drückt mich dann ein bisschen mehr in die Richtung, desto weiter ich das Bein quasi rausstrecke, mehr oder weniger. So kommt mir das ein bisschen vor. Das ist aber ganz, ganz subjektiv, das ist ganz schwierig und da kannst du auch die ganzen Rennfahrer alle fragen, das machen sie mittlerweile alle in der GP, in der Superbike-WM, das Langstrecken-WM wird das ja stetig quasi praktiziert mittlerweile und so richtig wissen tut das keiner. Aber da kommt natürlich dazu, jetzt sagt man auch gerne nochmal, so, es ist natürlich geil, also es gibt irgendwie den Kontakt zum Boden nochmal und boah, es schaut geil aus und es gibt einem dann das Gefühl und es schüttet einfach ein paar Hormone aus und dann sagt man, ah ja, jetzt habe ich es mal wieder besorgt nach dem Motto. Bei mir sieht man das wirklich, wenn ich irgendwo nicht spät auf der Bremse bin oder ein bisschen gemütlicher fahre, dann mache ich das auch nicht. Du hast es ja auch live mitgekriegt im Misano, oder? Du warst dabei. War ich? Das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, schlecht für die Schuhe. Ja. Absolut schlecht für die Schuhe. Absolut schlecht für die Schuhe. Ja, aber hauptsächlich Spaß. Ja, das ist nicht unbedingt, also wenn es jetzt nur wegen dem Spaß machen wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen.
Aber so das kommt alles ein bisschen zusammen und das Ende geht. Es fühlt sich dann einfach gut an und es gibt dir einfach mehr Selbstbewusstsein, um das Motorrad zu kontrollieren. Okaychen, was haben wir denn noch für Fragen im Petto? Ja, Flo G. Was hältst du davon, gebrauchte, bereits aufgebaute Rennbikes zu kaufen? Grundsätzlich gibt es da überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ich habe selber die damalige ZX-10R, die war gebraucht, als ich die gekauft habe, schon ein bisschen umgebaut. Die PR12 war gebraucht, umgebaut als Rennmotorrad. Es ist immer Glück oder Pech. Du kannst mit jedem Motorrad Glück oder Pech haben. Das eine Motorrad ist 3 Tage später hin und das andere Motorrad hält die nächsten 4 Jahre. Also das kannst du nicht pauschalisieren, tatsächlich nicht pauschalisieren. Von dem her würde ich mal, ja, jetzt muss man dazu sagen, dass zum Beispiel ein aktuelles Superbike, so 2016, 17, 18, 19, 20er Baujahr, als Serienzustand Straßenmotorrad teils schon so gut sind wie zum Beispiel ein älteres Motorrad, das ein bisschen so auf Rennstrecke getrimmt ist. Mhm. Aber bei so einem aktuellen Bike hast du den Vorteil, dass du vielleicht noch Garantie hast. Mhm. Bei meiner Carver habe ich Garantie gehabt, bei meinem Yamaha Motor habe ich sogar für die Rennstrecke. Ich meine, wenn du da zu Yard gehst, das ist in der Regel kein Problem. Ne? Und wenn was hin ist, dann. Ja. Und so, wenn du jetzt ein gebrauchtes Motorrad für, sage ich jetzt einmal, 7.000, 8.000 Euro oder wo du einigermaßen was Vernünftiges kriegst, im Endeffekt musst du nochmal 3.000, 4.000 Euro zur Seite legen und sagen, im Falle des Falles, was nicht muss, aber es kann. Ja. Weil was machst du? Wenn du jetzt auf der Rennstrecke bist, Motor ist hin und du hast jetzt für die nächsten 3-4 Monate ein paar Events schon gebucht, bezahlt, Reifen liegen da und dann hast du einen Motorschaden. Dann musst du mal was reinstecken. Ja, ja, dann entweder du fährst nicht mehr, kannst du sagen, okay, scheiße. Wer macht's? Ja, dann hast du das andere Geld vom Fenster rausgeschmissen. Von dem her würde ich das als meine Empfehlung quasi eine Revision, die eventuell anstehen würde oder ein Motorschaden, der passieren könnte, dieses Geld einfach mit einplanen beim Kauf und das Abziehen vom Budget. Einfach so als Nummer sicher. Ja. Okaychen, was haben wir noch für Fragen? Nächste Frage. DM Plotnikov. GSXR 1000 versus ZX-10R. Ganz klares ZX-10R von mir. GSX-R 1000 bin ich mal gefahren, das war das 2017 oder 18er Modell, war ich nicht so positiv überrascht. Warum? Ja, ich weiß nicht, wir sind wir wieder bei den Gefühlen, bei den subjektiven Sachen. Ich meine, die Carver ist jetzt auch nicht gerade das Wunderwerk, was die Elektronik im Serienzustand anbelangt, aber die Suzuki kommt mir da noch um einiges kastrierter vor im Serienzustand. Und ich finde sie ja auch optisch jetzt nicht so mein Fall. Was ich positiv in Erinnerung hatte bei der Suzuki, dass sie sehr agil war. Ich glaube, ich habe sogar irgendein Bild, ich versuche es dann im Nachhinein einzublenden. Sie war sehr agil. Aber was extrem schlecht war bei der Suzuki, war die Bremse. Mhm. Die war mega schlecht. Also wirklich, wir waren da in Brünn, da habe ich instruiert mit dem Motorrad. Das habe ich von jemandem zur Verfügung gestellt gekriegt. Und der ist den Schüler, den ich da gehabt habe, der ist in Brünn 2 Minuten 25, irgendwas zwischen 20 und 25, was jetzt nicht urschnell ist, aber auch nicht urlangsam. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass die Bremse immer schlechter geworden ist. Und da hat die Carver überhaupt kein Problem. Und du hast bei der Carver einfach den Vorteil, dass du im Bereich Kit mehr Möglichkeiten dann hast und Motorleistung und so. Also ich bin, meine Meinung, mein Gefühl, nicht, dass mir die Suzuki-Fahrer jetzt hat, zerschmettern, aber ich würde die Cover nehmen. Okay, dann machen wir weiter. Ja. Hildegard Stefan 46. Gibt es bald ein Video zur Blickführung? Jetzt muss man schon mal fragen, Hildegard Stefan, ist das der Vor- oder Nachname oder ist es ein Couple-Account, Frau Mann quasi? Das kann natürlich auch sein. Was hat er vor? Ja. Gibt es bald ein Video zur Blickführung? Blickführungsvideo gibt es tatsächlich. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Gibt es allerdings nur für die Mitglieder oder für jemanden, der dafür ein paar Euros ausgeben will, als kleinen Unkostenbeitrag. Na, das Video ist so umfangreich und so hochwertig und so hat so viele Monate gedauert, um die Informationen zusammenzutragen. Das kann ich fast nicht kostenlos ausgeben. Von dem her entweder Mitglied werden, steht auch in der Beschreibung, oder gerne das Video so kaufen, ist möglich. Ja, aber gibt's. Hildegard, Stefan. Okay, dann Mücki. Schalten mit Zwischengas?
Schalten mit Zwischengas. Das Ganze würde jetzt eigentlich nur beim Runterschalten der Fall sein, weil beim Hochschalten macht es keinen Sinn. Also Schalten mit Zwischengas beim Runterschalten, jetzt stell dir mal vor, das macht man als Drehzahlabgleich. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Auto, vierter Gang, schaltest in den dritten runter, drückst die Kupplung, legst den dritten Gang ein und wartest, bis die Drehzahl auf Leerlaufdrehzahl ist. Und dann lässt die Kupplung aus. Und dann ist es ja so ein, dann ist es auch so extreme Motorbremswirkung und ein Ruck wahrscheinlich drin. Das ist der übertriebene Faktor, der übertriebene Sinn. Das heißt, du hast beim Runterschalten ja immer einen Lastwechsel von, du kuppelst aus, dann ist quasi dreht das Rad ja quasi kurz leer und dann fährst du wieder einen Gang rein. Und mit so einem Zwischengas tut man die Drehzahl angleichen, dass die mehr oder weniger zwischendrin ist, damit das Rad nicht stehen bleibt. Jetzt, wenn man aber Anti-Hopping-Kupplung vielleicht hätte, dann braucht man es gar nicht. Ohne Anti-Hopping-Kupplung und ohne Blipper, ich habe einen Blipper, bei mir ist es tatsächlich hinfällig. Ich genieße es auch mittlerweile sehr, am Anfang dachte ich, brauche ich nicht, aber es ist sehr angenehm. Das ist die Drehzahl dann automatisch angleicht, es gibt also einen Gasstoß, da gibt die Elektronik einen Gasstoß und da macht es immer so bang, bang und das, na, dann werden die Übergänge, die werden extrem smooth und soft und das ist wirklich super. Mit Anti-Hopping-Kupplung bei der BMW habe ich es nicht hergenommen. Ohne Anti-Hopping-Kupplung könnte man vielleicht drüber nachdenken. Okay. Haben wir noch eine Frage? Geklärt, freilich. Fabulous T, wie vorsichtig muss man mit einem neuen Slick in der ersten Runde sein? Neuer Slick in der ersten Runde. Gehen wir mal davon aus, das ist ein Slick, der aufgeheizt wird, also kein Metzler Concar oder derartiges. Und was denkst du da so? Neuer Slick aufgeheizt? Ja, ich hätte gedacht, funktioniert ab dem ersten Moment. Ich glaube, neue Reifen, die ersten Runden haben entscheidend, oder? Ja, es kommt natürlich ein bisschen, das bist du jetzt natürlich von mir so gewohnt, weil du mich nur als Rennstreckenfahrer kennst. Die Straßenfahrer haben da eine andere Philosophie und auch ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil die Straßenfahrer, wenn die einen neuen Reifen kriegen, der ja nie aufgeheizt ist. Und vor allem die alten, früher war das halt so, dass die extrem viel Silikonschicht drauf gehabt haben und so ein neuer Reifen, der war halt immer gefährlich quasi. Mhm. Vor allem wenn ein kalter neuer Reifen, rutschig. Macht nicht wirklich Spaß, ne? Okay. Und von dem her ist das natürlich so eine Straßenfahrer-Eigenschaft, die da ein bisschen so ans Tageslicht kommt, dass der darüber Gedanken macht, wo ich als nur Rennstreckenfahrer kein Thema habe dafür. Tatsächlich ist es so ein aufgeheizter Slick. Da gehen die ganzen Silikone und so, die Anteile, die dampfen da schon aus. Wichtig ist, dass der Reifen einmal eine Links- und einmal eine Rechtsauflage gehabt hat oder vielleicht zweimal und dann letztendlich fahre ich den. Eigentlich vor allem von Anfang an ziemlich voll. Also vielleicht die ersten 3, 4, 5 Kurven nicht so voll, aber auch schon drücke ich schon ziemlich an und dann Feuer eigentlich. Das Schlimmste, was du machen kannst, einen neuen Slick, der aufgeheizt ist, 2, 3 Runden anfahren, bis dahin ist er kalt. Also du musst das Potenzial von dem Reifen hat er am Anfang, in der zweiten Runde im Endeffekt, in der ersten gezeiteten Runde, kannst du damit voll anfahren. Also. Kein Problem. Okay. Nächste Frage von Schickinicki. Schickinicki. Was kann ich tun, um lockerer, weniger verkrampft zu sein? Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage und eine sehr, sehr oft gestellte Frage. Deswegen haben wir sie jetzt auch mit reingenommen. Das typische Verkrampftsein. Ich zeige euch jetzt dafür einmal ein Video, um das vielleicht zu, ja, ich möchte es nicht behaupten, komplett zu erklären, also nicht komplett wegzukriegen. Aber man könnte da schon das ein oder andere damit in den Griff kriegen. So, ich habe da ein 360-Grad-Video aus Almeria mit der Cava. Und jetzt gehen wir mal, schauen wir uns das mal an, wo wir da so rumfahren. Und jetzt hat man da ganz was wirklich was sehr was Interessantes gesehen, das ich jetzt hoffe nochmal zu reproduzieren zu können. Jetzt schaut mal auf meine rechte Hand. Ich fahre jetzt da nach außen rechts an den Körper hin und bin dann auf der Bremse und jetzt passt ihr mal auf, was mit meiner Hand passiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, der nächste kommt dann. Aber das ist
Schaut mal, was mit der rechten Hand passiert, wenn ich jetzt halt da die Bremse löse. Du musst da aufpassen. Ne? Hast du das kurz gesehen? Wie ich da einmal kurz quasi die Bremse löse und dann einmal kurz diesen mache. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für mich, um die Hand zu lockern. Also da kann ich tatsächlich ein bisschen nach dem Bremsen lockern. Nichtsdestotrotz, das ist nur ein kleiner Schlüssel von sehr vielen. Nichtsdestotrotz, du glaube ich hast da auch ein bisschen Erfahrung, was das anbelangt, durch das, dass du mir früher unterwegs bist, gell? So. Ja, vor allem in den Anfangszeiten war, denke ich, viel Nervosität dabei und ja, wie du immer schon sagst, die Leute zahlen für diese Veranstaltung und wollen natürlich so viel wie möglich davon nutzen und man merkt es einfach, wie angespannt die sind, damit sie das ausnutzen können und natürlich ist Adrenalin, Vorfreude und boah, jetzt kann ich raus und ich denke vor allem die Anfänger, wenn ich mich jetzt hineinversetze, ich merke das Moped halt festhalten, ums Verrecken festhalten und deswegen glaube ich, ist es vor allem ganz entscheidend, dass sie das verkrampfen. Das ist tatsächlich so, es geht ganz, ganz viel vom Kopf aus. Es ist irrsinnig viel vom Kopf, wie du schon gesagt hast, das hast du natürlich auch, kriegst du von mir mitgekriegt, ich war am Anfang auch so, ne? Du musst und du hast bezahlt und du musst jeden Turn fahren und du musst die 20 Minuten des Turns fahren und du musst schnell fahren, weil du bist ja auf der Rennstrecke zum Schnellfahren und jetzt am Rumdrödeln. Ja. Und das ist im Kopf eine irrsinnige Anspannung. Und das hat mit der körperlichen Fitness einmal gar nichts zu tun, weil da kannst du noch so fit sein, wie du willst, setz dich mal 5 Minuten aufs Klo und mach so. Das ist genauso anstrengend. Dann sitzt du zu Hause auf der Toilette. Ich meine, das ist der Beweis dafür, dass das vollkommen egal ist. Das geht vom Kopf aus. Was eine andere Thematik noch dazu ist, und das kann man, denke ich, auch noch als Schlüssel für diese Verkrampftheit mitgeben. Wir haben auf unserer Strecke ja ein paar anstrengende Phasen und ein paar unanstrengendere Phasen. Die anstrengenden sind definitiv die Kurven. Das sieht man hier jetzt in Almeria, da ist es auf jeden Fall immer links, rechts. Du bist immer in Schräglage, du musst immer Wechselkurven fahren. Du bist quasi eigentlich fast nie am Ausrasten. Also du gehst gleich wieder von links nach rechts rüber und hast dann im Endeffekt dreifach rechts, wo du permanent in Schräglage bist, bist immer am Gas, jetzt bremst du gleich wieder ein bisschen. Zack, und wieder ein bisschen gebremst und dann gleich wieder ans Gas und gleich wieder nach links. Und umso wichtiger, und das ist anstrengend, das ist vollkommen klar. Es geht in die Arme und wir verkrampfen da auch hin und wieder die Arme. Aber das Wichtigste ist, die Geraden, die dann noch sind, und auch das sind ein, zwei Geraden, eine sehr lange, zu nutzen, um den Körper zu entspannen. Und da sehe ich ganz viel, die wo extrem verkrampft auch auf der Geraden drauf sitzen, die wirklich auf der Geraden. So, gell? Ich denke, der da dazu erkennen. Ja, es ist intuitiv macht man das. Und das sieht man jetzt da gleich, jetzt komme ich gleich auf die Gerade. Und da gibt es schon einen Tipp, um sich so möglich entspannen zu können. Ich komme aus der Kurve raus, beschleunige und mache mich dann klein. Und dann sieht man jetzt da, wie ich ganz locker die Arme, die Ellbogen quasi direkt vor die Knie runterschiebe und die Hände mehr oder weniger nur so wie so ein Kätzchen ablegen. Ja, einfach ablegen. Und das ist auch die Zeit, wo ich dann da wirklich auch bewusst ausatme. Also nicht einatme, weil einatmen tust du immer von alleine. Wichtig ist ausatmen. Das vergisst man oft. Wenn man verkrampft ist, dann schnauft man, man atmet quasi immer wieder ein und es geht eigentlich gar nichts mehr rein und dann kommt eine Verkrampfung. Also wichtig ist ausatmen. Das mache ich da, sobald ich ausbeschleunigt habe, sobald nichts mehr passieren kann vom Rutschen oder sowas. Dann lege ich mir auf den Tank drauf und denke, und einmal so richtig durchschütteln. Das sind, du hast nicht viele Sekunden. Sind es 3, 4, 5 Sekunden, ich weiß gar nicht. Aber das wäre ja was bringen. Aber das bringt was, weil das dir dann wieder für die nächsten Kurven einfach die Power. Okay, haben wir noch was? Jo, wo haben wir denn? Alexander Kreisel, warum antwortest du nicht auf Reaktionen bei deiner Instagram-Story? Oh, das ist tatsächlicherweise anscheinend ein Problem. Und das hat mich schon mehrere ein bisschen angegriffen. Es ist natürlich so, dass so technische Fragen, wie wir jetzt quasi hier besprechen, ja, extrem schwierig sind, den Instagram zu beantworten. In einem
in einem Niveau, dass du das verstehst. Weil wie soll ich, wenn ich da jetzt einfach, ich sitze im Auto und fahre gerade irgendwo hin auf der Rennstrecke oder so und dann schreibt mir einer so einen Roman, wie geht das und wie geht das und ich habe das und das Problem. Ich meine, das sprengt den Rahmen, da hast du nichts davon, wenn ich dir sage, ja, mach das so und so. Und das müsst ihr dann ein paar Mal am Tag machen. Das funktioniert leider nicht. Deswegen fallen mir die teilweise gar nicht auf und die gehen tatsächlich leider unter. Und genau für diesen Fall gibt es halt aber auch den Mitgliedsbereich, wo die Leute halt 5 Euro im Monat zahlen, 30 Euro im Halbjahr quasi, ist auf 6 Monate begrenzt. Und dann haben die meine WhatsApp-Nummer und dann nehme ich mir auch die Zeit und arbeite das zweimal am Tag ab oder so und gebe da halt Sprachnachricht auch mal von 5 bis 8 Minuten und wirklich auch speziell jetzt für den einen. Aber so Instagram, das ist so oberflächlich, also das darf auch keiner persönlich nehmen, um Gottes Willen. Ich kenne dich wahrscheinlich nicht einmal, also auf keinen Fall persönlich nehmen. So ganz normale Reaktionen, wenn irgendwie nur so ein Smiley kommt oder so, da drücke ich immer wieder mal auf Gefällt mir, weil das kann ich halt schnell machen. Oder auch mal ein Ja oder ein Nein, ja, zu schreiben. Oder stell mir eine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, so nach dem Motto, das kann ich immer machen. Aber so diese Romane, das sprengt einfach den Rahmen, leider. Ja, ich denke auch wirklich nicht persönlich nehmen. Es kommt nicht selten vor, dass er auch meine Nachrichten ignoriert, es geht einfach unter. Ja, es bimmelt ständig das Telefon und es wird zu viel. Und ich denke, der Matthias möchte mir gern jedem gerecht werden. Ja, und deswegen macht er sowas wie jetzt, dass er einfach sich die Mühe macht, sammelt die Fragen und möchte euch ausführlich beantworten. Genau, so ist es. Okay. Und weiter geht's, oder? So, was haben wir denn noch für Fragen im Petto? Ja, dann hätten wir noch eine Frage von Benny HRC310. Also Honda-Fahrer. Weißt du warum? Warum? Weil er HRC drinsteht hat. Du kennst doch einen Marc Marquez. Ja. Ja, der fährt für das Honda HRC-Team. Schon wieder was zu zirkeln. Okay, er fragt. Andere Frage. Warum die 315? 315, ja. Meine Startnummer. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Das war meine erste Startnummer, die ich gekriegt habe, wie ich das allererste Mal Motorrad gefahren bin. Ich glaube, ich habe sogar ein Beutel davon. Das ist zum Beispiel jetzt in meiner Honda SC57 mein allererstes Motorrad. Also nicht mein erstes Motorrad, weil ich habe ja schon ein Motocross gehabt im Kindesalter. Aber das ist mein erstes Straßenmotorrad quasi gewesen oder Rennstrecke. Das ist eigentlich ein Straßenmotorrad. Da waren da Straßenreifen drauf. Und dann bin ich das erste Mal Rennstrecke gefahren und habe von dem Veranstalter die Startnummer gekriegt und dann war das halt meine Startnummer, ne? Fertig. Ja. Wie warst du da so erfreut darüber, mein erstes Mal Motorrad fahren? Gar nicht. Nein, gar nicht. Wieso? Ja. Erstes Hobby von meinem Mann, Fallschirmspringen. Das ist viel sicherer mit Motorrad fahren. Er versucht es mir mal schön zu reden, aber mir wäre es halt lieber gewesen, mein Mann jetzt ein bisschen... Ein Langweiler wohl jetzt, aber mit dem war es auch nicht zufrieden gewesen. Nein, ein bisschen einfachere Hobbys vielleicht gesucht, wie Fischen oder so. Mm. Du kannst auch, übrigens beim Fischen, ich meine, du kannst ja mit der, was ist denn das, eine Nadel oder ein Haken? Fischer. Du kannst ja da auch verletzen, ne? Und du kannst, ja, okay. Du kannst zum Beispiel, wenn man die Fischer, die saufen halt recht früh, ne? Und das kann sein, dass die dann Psuffer auf Nacht in die Donau reinfallen. Und okay, ist auch nichts. Jedermann braucht der, wo der Mann bleibt. Kehrst dazu? Nein, das ist nichts. Nein, Schmarrn. Ich war nicht begeistert, ich war echt sauer, ich war wirklich sauer, weil man denkt, muss jetzt das auch noch sein? Da waren sie doch dann auch nicht mehr hört, ja, fangt erst Motorradfahren an. Ich meine, ihr könnt ja jetzt froh sein, dass ich das Motorradfahren angefangen habe. Der eine oder andere hat ja schon was von mir gelernt. Also ja. Es war ja für was gut und ich habe quasi für euch das in Kauf genommen, dass ich daheim ständig die Prügel kriege. Sagt uns doch mal, wie das bei euch daheim so abläuft. Finden das auch eine Frauen oder, genau, schreib mal. Oder auch eine Partner? Gibt es vielleicht eine Frauen, die auf Rennstrecke gehen und der Mann sagt, hey, du spinnst, lass das. Wie ist das? Erzählt uns das ein bisschen, das würde uns nämlich schon interessieren, oder? Das ist ein interessantes Thema. Ich denke, das betrifft jeden. Also, weil jeder hat da irgendwie so, auch wenn es die Freundin ist oder der Partner, der Lebensgefährte, Ehefrau, Ehemann, schon ein interessantes Thema. Aber ich denke, im Nachhinein ist ganz froh, dass ich das gemacht habe. Hat seine Frage. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir das mal vertiefen sollen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. So, was haben wir noch für... Vorletzte Frage. Zwergstarre 88. Zwerg?
Zwergsteirer. Der Zwergsteirer, das ist quasi einer aus der Steiermark, der relativ klar ist. Du hast lauter komische Namen ausgesucht. Ich habe den nicht rausgekriegt, ich habe das mit mich extra hart tue, gell? Nur anhand die Fragen rausgesucht. Aber okay, wuchtest du deine Felgen immer? Ich mache das nämlich nicht. Also Räder wuchten tue ich sogar sehr, sehr diszipliniert und sehr penibel, weil es für mich, ich mag das gar nicht, wenn es vibriert oder sowas. Meine, du kannst Glück haben und dass der Reifen exakt so ist, dass es hundertprozentig passt und dass du kein Wuchtgewicht bräuchtest, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, gehabt im Fall, aber in der Regel brauche ich es immer. Also ich bin da schon jemand, der immer sehr penibel putzt und alles, auch die Klebereste runternimmt und immer wuchtet, also eigentlich immer wuchtet, ja. Also ich würde es auch empfehlen, außer du hast gerade einen Megastress, es geht gerade gar nicht oder so, oder hast kein Wuchtgerät, aber auf jeden Fall, ja. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, Kawa-Sets. Wie? Kawa-Sets. Der Kawa-Sets. Sets, sag ich doch, lauter komische Namen hast du für mich ausgesagt. Ich beschwere mich über deinen Namen. Nein! Welche Strecke, / Event, würdest du für ein bezahlbares erstes Mal empfehlen? Das erste Mal ist sehr prägend. Welche Strecke würde ich empfehlen fürs erste Mal? Also ich sage mal, es ist grundlegend, es ist nicht egal, aber, oder ich würde jetzt keine spezielle Strecke empfehlen oder keine mit Namen, aber ich würde eine Strecke empfehlen, die nicht leicht ist oder nicht die leichteste Strecke ist. Ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Strecke wie Red Bull Ring oder Hockenheimring oder, das ist noch eine einfache Strecke, ja, Most ist so mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, dass du bei den einfachen Rennstrecken dich daran gewöhnst und die Problematik dann auf richtigen oder anspruchsvollen Motorradrennstrecken hast, dass du quasi die nie richtig lernen kannst. Also ich würde empfehlen, eine Rennstrecke zu wählen, die technisch sehr anfordernd ist, vielleicht vom Speed her nicht zu hoch ist, damit man relativ leicht an seine eigenen Grenzen gehen kann, wenn der Speed geringer ist. Da würde sich eigentlich sogar, jetzt muss ich doch eine Strecke nennen, aber da würde sich der Pannoni-Ring gut anbieten. Nee, stopp, nicht schimpfen. Ja, der war extrem schlecht vom Grip und wenn wir jetzt einmal ausgehen davon, dass der Asphalt heuer besser wird, weil sie 2/3 der Strecke neu teert haben an den wichtigsten Stellen so ungefähr. Und wenn der Grip jetzt so wird wie in Rijeka zum Beispiel, wo der Asphalt auch neu ist, ich meine, wenn das der Fall ist, dann ist das eine Strecke, die ich für einen Anfänger empfehlen kann. Warum? Weil sie nicht so schnell ist, weil sie dann mehrere Grip hat. Die hat zwar jetzt nicht diese Auslaufzonen und Sicherheitszonen. Das Gute bei der Strecke ist aber, man muss halt es gezwungen zu lernen und nicht hier sagen, kann ich da rausfahren und kann da in den Notausgang fahren. Und ich muss. Und das Layout von der Strecke ist extrem technisch und eigentlich genau das, was ein Anfänger lernen muss. Und mir gibt es mittlerweile nichts mehr ab, auf eine einfache Strecke wie Hockenheim zu gehen, deswegen geht mir Hockenheim tierisch auf die Nüsse. Das ist einfach geradeaus, bremsen, abbiegen, geradeaus, bremsen, abbiegen. Und dann ist nach der Parabolika hinter, da ist eine lange Linkskurve, die geht mit 300, die ist nicht schlecht. Aber dann kommt der Spitzkehre, der muss bis in den ersten Gang runter. Ich meine, derjenige, der das macht, hat, ich meine, bitte, das gehört verboten. Also such dir eine anspruchsvolle Strecke, Preis, Leistung. Was ich noch dazu sagen möchte, also wir sind jetzt eh drauf und dran, eigene Pre-Race-Track-Events quasi zu machen, speziell für Einsteiger. Weil ich habe jetzt viele Einsteiger letztes Jahr betreut und gecoacht. Und die Erfahrung hat mir jetzt mittlerweile gezeigt, dass ein 2-3-Tages-Event für einen Einsteiger absolut überfordernd ist. Vom körperlichen Fitness her. Also auch ein trainierter Typ hat da Probleme. Und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich mit Kawa zusammen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es wird Mietmotorräder geben, es wird Schräglagenmotorräder geben. Und wir werden ein 2-Tages-Event machen, wo der erste Tag viel Theorie und Schräglagentrainer ist und am zweiten Tag gemeinsam die Strecke erkunden. Und das ist halt wirklich einführend, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ein Einsteiger in seinem dritten Turn, maximal vierten Turn auf der Rennstrecke seinen besten Turn überhaupt gehabt hat und dann ging es einfach nur noch bergab.
Weil der war fertig. Und auch im zweiten Tag, der wurde innerhalb der einen Nacht, der wurde nicht mehr. Der war einfach, der hätte quasi 5-6 Tage dazwischen gebraucht. Und das ist wirklich bei 70% der Leuten. Und deswegen ist es wichtig, da vielleicht so ein Pre-Racetrack-Event zu machen, wo man langsam herangeführt wird. Das ist so mein Tipp. Aber da halte ich euch eher auf dem Laufenden. Okaychen, haben wir noch irgendwelche Fragen? Nein, das war's. War jetzt mal alles, was wir so ausgesucht haben. Okay, schreibt das einmal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht dieses Format öfters haben wollt, vielleicht zweimal im Monat, einmal im Monat oder so. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen für die Zukunft habt, die man beantworten soll, schreibt es auch in die Kommentare. Wir würden uns natürlich auch gerne auf einen Daumen hoch freuen. Wenn du den Kanal noch nicht kennst, darfst du natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Support kostet in dem Fall nichts. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Danke, bitte, tschüss.